Hey ho und willkommen zu Metro Last Light. Falls es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und Kommentare sind natürlich auch immer gern gesehen. Und nun viel Spaß dabei. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Sehr schön. Ach komm, nee. Den musst du also durchschneiden. Schneid ihn selbst, du. Ich gehe um die Ecke. Hast du dir schon in die Hose gemacht? Dann schau einem echten Mann zu. Na, wenn du ein echter Mann bist, warum zittern dann deine Hände? Hände bedeutet was? Hey, wer ist da? Scheiße! Du! Fahn! Du hast keine Mut mehr! Wie auch immer der jetzt gerade gestorben ist. Erstmal lasse ich das noch so.
An die Arbeit! Ihr alle! Jawohl! Ivan, bleib! Hast du dich um diese Ratten gekümmert? Ich will, dass sie alle verbrannt werden. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Erschießen ist eine Sache, aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Wovon redest du? Leute? Erschießen? Bist du bescheuert? Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Welche Flüchtlinge? Soll sich die Spezialabteilung um sie kümmern? Hä? Was? Der hat sich vermehrt, dieser Weg. Also, los und erledige das. Zack, zack. Jawohl. Na was? Senja, hast du die neue Waffe bekommen? Nein, genau. Der Quartiermeister gibt mir nichts und unterzeichnet auch keine Papiere, solange du nicht da bist. Zur Hölle mit den Papieren! Sag ihm, wenn er nicht heute noch deine Waffe ersetzt, geht ihr beide in den Knast. In Ordnung. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar Aufgaben zuzuteilen. Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, André? Der Bau ist in der heißen Phase. Von denen fehlt weiter also. Achtung! An das gesamte Personal! Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir, ja. Aber was bringt das denn schon? Irgendein Arschloch ist letzte Woche von einem Kran überrollt worden. Nein, er hat ein Auge verloren, als er Gabel gerissen ist. Das war letzten Monat. Ich rede von letzter Woche. Jetzt verstehe ich. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe doch... Hey, was soll... Was? Thank you.
Was zum Teufel war das? Du! Verdammter Freak! Das ist die verdammte Zugluft. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Was zum Teufel? Ruhig bleiben, Kameraden. Das hier!
Dafür kriege ich dich. Dafür wirst du bezahlen, du Schwein. Aha. Thank you.